Jetzt würde ich eigentlich ganz gerne nicht sterben, sondern ich würde stattdessen gerne. Au. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne den dämlichen Tempel finden. Wir müssen es ausprobieren, keine Ahnung. Die Krähen haben mir gesagt, dass da. Die Krähen haben mir gesagt, dass da irgendwas von den. Vom Gipfel der Bäume runterhängen würde. Das ist schön. Okay, wir sind hier. Ja. Das hier ist der Weg. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm! Okay. Ja. Gut. Egal. Das hier war der Weg in das neue Gebiet und ich wollte dort eigentlich etwas holen, weil dort ein Bonusgegenstand ist, den man erhaschen kann, wenn man weiß, wo er ist. Ja, und ich weiß natürlich, wo er ist, aber ja, gut, was soll's. Das Schwert haben wir aber trotzdem noch, deswegen alles nicht so schlimm. Keine Panik, keine Panik auf der Titanic. So. Ist. Nee. Hydra, die Hydra hat sich eingenistet, tief in den Sümpfen des der Wälder der Dornen, aber nee, Hydra, nö, Hydra ist alter Hut. Hydra ist quasi gesehen, also weg hier. So, ah, ich glaube, hier ist was Wichtiges. Genau, hier ist der Tempel. Da, der Hintergrund ist so grün und der Teppich ist echt blau. So. Willkommen, Hering. Hier, ich gebe dir diese Harfe. Um damit an einem Monument der Sonne zu spielen. Pegasus wird dann kommen, um dir zu helfen. Ja, das ist. Er sagt mir gar nicht seinen Namen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Apollo? Oder so? Gibt es so einen griechischen Gott? Höre die Worte der Götter und vergiss sie nicht. Snaus, snaus, nasna, quisi, quak, wupsen. So, ja. Wir haben die Harfe bekommen. Die Harfe können wir ausrüsten und dann mit Select betätigen. Ja, macht er echt gut. Gleichzeitig noch Schwert schwingen und so weiter. Also ich finde, unser guter Hering ist eindeutig begabt. Ja, jetzt bin ich nur am Überlegen, was wir jetzt noch machen. Eigentlich wäre es ja so von der reinen Thematik her. Danke. Von der reinen Thematik her wäre es relativ logisch. Den Wald abzuschließen, würde ich mal so sagen. Oh, sind wir sogar genau richtig gelaufen jetzt. Dupdi-dup, na gut, dann können wir das vielleicht auch tatsächlich noch machen. So, nein. Schnupsen. Okay, so. Zack, zack. Okay, Bonus-Item. Was wollte ich zeigen? Das, ne, Moment, wo ist es denn? Hier ist es, genau. Hahaha, das ist das Geheimnis, das hoch über den Gipfeln der Bäume, Wipfeln der Bäume immer zu finden ist. Ambrosia, also was heißt immer zu finden ist, es ist hier zu finden. Ja, einmal gegen den Stamm geschlagen und schon können wir hier an der Stelle Ambrosia mitnehmen. Und dann haben wir nochmal unsere Lebensenergie ein ganz klein wenig erhöht. So, jetzt könnte alles friedlich, freudig, eierkuchenmäßig sein. Aber, ja. Heititei, wen haben wir denn da? Sieht ein bisschen so aus wie ein Panzerknacker. Also, weil er es sieht so aus für mich, als würde er eine Augenbinde, Augenklappe oder was auch immer tragen. Tatsächlich ist es aber ein Zyklop, der böse mit seinem. Wow. Also, der wirft halt gerne Felsbrocken. Ja, so. Diesen Zyklopen können wir übrigens nur mit dem Schwert besiegen. Der Stab von Fennel oder die Keule, die wirken nicht. Wenn man die gegen sein, also in sein Auge hineinschlägt, das zieht überhaupt nichts ab, macht ihm nichts. Ja, ist in dem Moment halt so. Aber das Schwert ist mächtig und gut und großartig und überhaupt. Und wie ihr seht, lässt es sich damit ganz einfach besiegen und damit öffnet sich dann hier unten auch die Tür, die man ansonsten natürlich nicht finden bzw. betreten kann. Lakonia! Der nächste Abschnitt, die nächste Etappe unserer großartigen Reise. Hier gibt es Adler, die Steine vom Himmel fallen lassen. Unsere, bekannten und beliebten Skorpione, dämliche Affen, die dämlich durch die Gegend springen und ja, so, Lakonia halt. Es wird zum Glück nur ein ganz klein bisschen nervig. Nur ein ganz, ganz kleines bisschen. So, nein, mit Affen will ich gar nichts zu tun haben. Man verliert hier ziemlich viel Lebensenergie übrigens. Deswegen ist es ganz schön, dass ich zweimal Ambrosia eingesammelt habe. So, okay, hier ist die Küste. Jetzt wurde uns ja mal was gesagt von einer unglaublich. Wow. Von einer unglaublich tollen Frau wurde uns mal
Wow. Wurde uns mal was gesagt, nämlich dass man Lakonia, oder beziehungsweise, nee, wie war das? Eine Frau hatte uns gesagt, dass sie mal gesehen hat, wie eine Flasche oder ein Gefäß, ein Behältnis, nach Lakonia getrieben wurde. So, von wegen Meer und so. Ja, das kann halt mal vorkommen. Das zum einen. Und zum anderen hatte eine andere Frau mal gesagt, berühre niemals die dritte Säule von rechts, also von der Küste aus und so weiter. So, deswegen 1, 2, das wäre ja irgendwie die hier. Zack, dritte. Perfekt, hier ist das Behältnis. So, das nach Lakonia gespielt wurde. Ja, das ist ein Krug. Ein Krug, den wir füllen können. Ein Krug, den wir mit Nektar füllen können. Das bedeutet, dieser Krug ist eine zusätzliche Lebensversicherung. Denn neben der immer längeren Energieleiste, die wir natürlich erhalten, bekommen wir dann auch irgendwann die Möglichkeit, diesen Krug zu füllen und damit unsere, Lebensenergieleiste jederzeit wieder, zum Beispiel in harten Bosskämpfen oder so, wieder aufzufüllen. Und das ist sehr, sehr praktisch. Wenn du den Ruf des fliegenden Monsters, der Sirene, hörst, dann würde es dich paralysieren oder so. Und sie wird dich auseinanderreißen. Wie auch immer, wenn du eine Harfe hast, dann vielleicht mal gucken. Gut, Harfe haben wir. Das heißt, da können wir uns der blutrünstigen Sirene. Natürlich. Wow. Trotzdem, oder nee, gerade deswegen, wir können uns mit der Sirene anlegen. Was jetzt, glaube ich, nicht so verkehrt ist. Dup-di-dup-di-dup. Okay. Hier gibt es wieder viele Leute, mit denen reden können. Eine kleine Weile früher, also vor kurzem, da ist eine seltsame Flasche an die Küste gespült worden. Ja, genau. Und der hat uns das jetzt an der Stelle auch nochmal gesagt. So, seltsame Flasche. Muss man aber auch erstmal drauf kommen. Da an das dritte Dingens irgendwie gegenzuhauen. Ich komme von Athen. Ich sah die Nymphe in das Haus von Kelios betreten. Kelios, stimmt, da war ja noch was. Der alte Kupferstecher, der uns nicht helfen wollte, weil er nicht glaubt, dass wir Hering sind. Ja, bei dem müssen wir dann bei Zeiten auch mal vorbeischauen. Aber eben erst, wenn wir es beweisen können. Vielleicht, wenn wir mit einer Nymphe gesprochen haben? Fragezeichen. In Phthia, da gibt es ein Paradies. Das wird genannt der Garten der Hesperiden. Man sagt, dass da ein goldener Apfel ist mit mysteriösen Kräften. Genau, und den können wir uns auch bei Gelegenheit dann mal besorgen. So ein goldener Apfel der Hesperiden? Ja, das kann sich durchaus mal. Kann man ja durchaus mal holen, finde ich. Ups. Dämlicher. Ich glaube, zum Besiegen sind die, ja, mit Feuer eindeutig einfacher. Das zum einen. Und zum anderen, darf ich euch an der Stelle jetzt schon mal gefasst machen. Dass ich ein bisschen. Ich darf euch darauf gefasst machen, dass ich ein bisschen Oliven sammeln darf. Denn. Ja. Der Gott, der hier in Lakonia haust, der ist zwar relativ spendabel, aber halt auch nur, wenn wir ihm ein paar Oliven vorbeibringen. Leider. Was echt gemein ist und. Ja, den Spielfluss vielleicht so ein bisschen aufhält oder so. Ich weiß ja nicht genau. Egal. Und es sind übrigens 60 Oliven, die ich brauchen werde. Und die müssen wir jetzt erstmal nach und nach sammeln. Wenn du die See da oben überquerst, dann kommst du nach Kreta. Da gibt es ein Labyrinth, das wird von einem starken Ritter bewacht. Ja, das. Oder vielleicht war es sogar die Mehrzahl. Ich glaube, es war die Mehrzahl. Da gibt es ein Labyrinth, das von starken Rittern bewacht wird. Ja. Was schlecht ist. Ja. Starke Ritter? Habe ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Ihr Götter, könnt ihr mir nicht ein bisschen aushelfen oder so? Wäre irgendwie ganz nett. Naja, wenn ich ihnen ein paar Oliven vorbeibringe, ganz doll arg. Vielleicht. Ja, so, 60. Ja, das hier ist jetzt eine mehr oder weniger gute Stelle, um Oliven zu sammeln. Ich sag mal, die Satyren, die sind. Dadurch, dass sie so einfach zu besiegen sind, ist die Stelle halt relativ angenehm. Ihr braucht nur einmal mit dem Stab draufhalten. Ist ja egal, welche Waffe, sogar mit der Keule könntet ihr die mit einem Schlag vernichten. Und dann noch zusätzlich mit dem Bonus, dass man eben eine Fernkampfwaffe so hat mit dem Feuer. Das ist schon relativ angenehm. Und deswegen funktioniert das auch einigermaßen gut. Ja. Warum, der ein oder andere wird sich vielleicht gefragt haben, warum ich da unten rechts jetzt noch nicht in die Tür reingegangen bin. Nun ganz einfach, weil dort unten rechts ein kleiner Zwischengegner wartet, den ich zwar auch besiegen möchte. Aber solange ich jetzt noch ja, relativ viele Oliven mit mir herumschleppe, sehe ich es irgendwie
nicht ein, da jetzt runter zu gehen. Weil wenn es ganz arg doll schlecht läuft, dann gehe ich da sowieso drauf und dann möchte ich natürlich auch, dann möchte ich auch nicht, dass meine Oliven dann halt sofort alle hops gehen. Also sofort, also was ist alle, aber Großteil, ihr wisst schon, die Hälfte halt. Die verschwindet dann. Das ist doof, böse und will ich nicht und überhaupt und sowieso. Kann man, glaube ich, so ein ganz klein bisschen nachvollziehen. Tup-ti-dup-ti-dup. So, nein. Ah, dämlicher kleiner Satyr. Oh, du bösartiger, du. Kleiner Wicht, du. Die sind ganz schön schnell hier. Von Geschwindigkeitsbegrenzung haben die in Griechenland auch noch nichts gehört, wa? Ja, ja. Aber von unseren Steuergeldern leben. Moment. Ja. Dup-di-dup-di-dup. Auf so eine Diskussion will ich mich übrigens nicht einlassen. Ja, das ist so ein bisschen Stammtisch, aber naja, gut, okay. Und ich bin definitiv nicht hier, also ich bin keiner, der am Stammtisch zu Hause ist. Das definitiv nicht. Ihr kleinen süßen Satyren, ihr kommt alle zäh her. Oh Mann, oh Mann, tralalalala. Ich muss auch gerade so ein bisschen an Weihnachten denken. Wieder so, na zwangsläufig, klar, ich habe das Spiel jetzt an Weihnachten bekommen. Also jetzt an Weihnachten, vor über 20 Jahren, wie gesagt, an Weihnachten. Und jetzt haben wir ja bald die Tage sowieso wieder Weihnachten. Das ist ja irgendwie witzig, ne? Ja, dass ich uns alle jetzt irgendwie mit diesem Spiel hier beglücke. So einer absolut christlichen Zeit, in der man sich ruhig und besinnlich mal irgendwie um gewisse Spieleperlen vielleicht kümmern kann. Kann man ja vielleicht wirklich über die Weihnachtsfeiertage, um die man sich sonst nicht kümmern kann. Also okay, klar, man kann natürlich auch viel Zeit mit der Familie verbringen und essen und so einen ganzen Kram, aber im Endeffekt, was ein echter Zocker ist, der holt natürlich das nach, was er ansonsten im Laufe des Jahres nicht machen kann. Nämlich, er spielt irgendein Spiel, was er die ganze Zeit mal spielen wollte, wozu er nie gekommen ist. Im letzten Jahr habe ich das ja mit Mass Effect gemacht. Also da habe ich ja relativ rasch hintereinander Mass Effect 1 und 2 gespielt über Weihnachten und Silvester. Was, aufreibend war, sagen wir es mal so, weil ich wirklich lange gespielt habe und wow, es gab selten mal ein Spiel, was mich so lange bei der Stange gehalten hat, aber Mass Effect 1 und 2 hatten es definitiv geschafft und war gut. Jetzt müsste ich mir nur überlegen, was ich vielleicht an diesem Weihnachten mir so vorknöpfe. Was, ich habe ja einige Spiele jetzt in diesem Jahr bekommen, wo es lohnenswert wäre oder beziehungsweise wo ich auch gerne reinschnuppern würde, intensiver reinschnuppern würde und wo sich das über Weihnachten anbieten würde. Das wäre zum einen das neue, in Anführungszeichen, Tomb Raider, was Anfang des Jahres rausgekommen war. Das hatte ich mir für Xbox 360 zwischenzeitlich gekauft und das hätte ich eigentlich ganz gerne gespielt, weil ich glaube schon, dass es mir relativ gut gefallen könnte, sagen wir es mal so. Dann, ja, sowas wie GTA 5, was ich mir zwar gekauft hatte, aber womit ich überhaupt nicht warm geworden bin, so am Anfang, weil ich einfach die Steuerung der Fahrzeuge so unglaublich beknackt finde. Es ist nicht zum Aushalten, wirklich. Was haben die sich dabei gedacht? Also, mit dem Fahrhandling von Teil 4 hätte ich super leben können, aber das vom 5er, das geht mal überhaupt gar nicht. Lässt sich, es war auf eine gewisse Art und Weise bisher für mich unspielbar. Macht überhaupt keinen Spaß. Autorennen und dergleichen, das ist absolut. Und ich meine, es ist gerade die Fahrphysik. Was macht man denn bitte in GTA? Man fährt fast die ganze Zeit irgendwie von A nach B. Also, wenn irgendwas stimmen muss, dann wird doch wohl die Fahrphysik. Kann absolut nicht nachvollziehen, wie so viele Leute, also hier Game of the Year und so weiter und so fort. Also, das kommt bei mir überhaupt nicht rüber. Ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache oder so, weil nicht gar so viele Leute da drüber meckern, so wie es mir scheint. Aber für mich geht es überhaupt gar nicht. Vielleicht war auch wirklich der Fehler, dass ich kurz zuvor Forza 4 relativ ausgiebig gespielt habe. Und wenn man das mal vergleicht, also die realistische, in Anführungszeichen, Fahrphysik von Forza gegen das, was Rockstar an der Stelle Fahrphysik schimpft, das ist, Naja, das ist kein fairer Vergleich, ne? Na gut. Aber vielleicht kann ich dem Ganzen mal eine Chance geben. Genauso auch wie Red Dead Redemption. Da hätte ich ja wenigstens nicht mehr die Fahrphysik zu kämpfen. Ist ja auch von Rockstar, aber da gibt es ja nur Pferde. Und damit kann ich so einigermaßen umgehen. Deswegen, das wäre so eine Sache, ja, könnte man eigentlich mal einlegen.
Und was mir noch einfällt, genau, was mir ja erst vor kurzem gekauft hatte, Metal Gear Rising, yay, mit Raiden, so wurde er im Deutschen ausgesprochen, Raiden, ein bisschen durch die Gegend laufen und schnetzeln, popetzeln. Das stelle ich mir irgendwie auch sehr lustig vor und das Ganze eben im Metal Gear Universum, da hoffe ich mir schon den einen oder anderen netten Gag und ein halbwegs nettes Spielprinzip und so, das einen ein bisschen bei der Stange hält. Ja, das wäre irgendwie cool. Dann hat es mir für Xbox 360 ja auch The Witcher 2 gekauft. Da hätte ich irgendwie auch Lust drauf. Ich stehe unterm Strich schon auf solche Spiele wie Oblivion oder Skyrim oder so. Und mit Witcher hat man ja dann nochmal so ein Spiel, was richtig schön in Richtung also Singleplayer und so weiter und so fort geht. Two Worlds hat mir ja leider nicht so sehr gefallen. Aber The Witcher könnte eventuell ganz nett sein. Zumal ich ganz oft gehört habe, Achtung, dieses Spiel ist toll. Bitte spielen Sie es und kaufen Sie es und freuen Sie sich Ihres Lebens. Ja, und ob das Ganze wirklich stimmt oder nicht, das könnte man ja irgendwie ein ganz klein bisschen so erörtern. Oder beziehungsweise dann herausfinden, wenn es dann eben soweit ist. Aber vielleicht spiele ich an Weihnachten auch was ganz anderes. Eher etwas Seichtes oder so. Irgendwas, was nicht gar so sehr aufregend ist, weil ich es vielleicht schon kenne. Vielleicht spiele ich auch dann wieder Battle of Olympus und frage mich, warum ich gerade nichts anderes spiele oder so. Oder ich spiele Pokémon weiter oder ja, weiß der Teufel. Ja. Pokémon X. Ja. Bin ich ja fleißig am Spielen. Und immer wenn ich neue Pokémon bekomme oder so, dann ja, geht erstmal das Training los und so weiter und so fort. Also zumindest das Aufleveln bis zur nächsthöheren Entwicklungsstufe. Und ja, das ist irgendwie, das macht auch ganz viel Spaß. Ihr seht, ich habe ein breit gefächertes Spektrum an. Wow, warum zuckelt das gerade so von meinem, entweder waren das gerade meine Augen oder das war das Spiel? Das sah sehr ekelhaft aus. Ja, ich habe ein breit gefächertes Spektrum an Spielen oder an Genre, die ich unheimlich gern mag und mit denen ich mich lange beschäftigen kann. Und dementsprechend wird mir eigentlich nie langweilig. Eigentlich. Das Problem ist dann immer, wenn man irgendwie zu viel kann und weiß und macht, Quatsch, besitzt, ja, wenn man zu viele Spiele hat. Oder wenn man sich zu viel, also zu viele Spiele kauft. Wenn man zu viele Spiele besitzt, ja, dann tritt natürlich ganz gerne mal das Problem auf, dass man dann unterm Strich nicht weiß, mit was beschäftige ich mich denn jetzt wirklich als nächstes. Ja, und dann kann man sich nie entscheiden und dann steht man hier wie ein armer Tor und ist so klug als wie zuvor und ja, das macht dann ja auch keinen Spaß. So, bin übrigens gerade so ein bisschen am Überlegen, oder verdammte Tempel von dem Göttchen ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Der muss ja hier irgendwo sein. Der Gott, der. Moment. Ich glaube, so langsam aber sicher können wir uns mal auf den Weg machen. Ja, 59. Weil das Vertrauen habe ich jetzt doch noch, dass ich irgendwie hier hinten vielleicht so nochmal eine Olive bekomme. Ja, die zum Beispiel. So. Bam. 60 Oliven. Das hat lange gedauert, aber das war noch nicht das Ende der Fahnenstange, das darf ich euch an der Stelle schon mal sagen. Nein, das war es wirklich nicht. So, Affen töten, Skorpionen töten. Wie war das? Ne, kann sein, dass man mit dem Schwert gegenhauen muss. Ich hätte wetten können, dass hier irgendwo gegen irgendeine Säule haut oder so, dass man dann irgendwo nach unten fällt. Scheiße. Nein, Affen. Affen, nein. Oh, wehe, du gehst jetzt drauf, ey. Wehe, du gehst jetzt drauf. Aha, hier geht's nach unten. So. Ja, genau. Ta-ta-ta-ta, dunkel. So. Was macht man, wenn es dunkel ist? Natürlich macht man Licht. Diese kleine Flamme hält jetzt
für einen kurzen Moment diesen Ort. Und wir finden tatsächlich einen Tempel, einen düsteren Tempel, einen Tempel, der unter der Erde liegt. Und hier steht jemand rum. Willkommen, Mehring, ich bin Poseidon. Würdest du gerne meine Ocarina benutzen, um Delfine zu rufen? Na klar. Ich gebe sie dir für 60 Oliven, okay? Ja, klar. So. Wenn du sie benutzt, um meine Delfine zu rufen, du kannst jedwedes Meer überqueren. Das ist voll toll. So. Ocarina, tralala. Ocarina, nanana. Sehr schöne Flötentöne. Können wir stolz drauf sein. So, und jetzt speichern wir hier an der Stelle nochmal ab. Höre die Worte der Götter und vergiss sie nicht. Snacksna, Wesena, Snap, Snap, Snap. So, ja. Und dieses Passwort hier wird für mich lebensnotwendig sein, um dann beim nächsten Mal den Spielstand neu laden zu können. Drück mir die Daumen, dass es dann auch funktioniert. Gut. Ich bin der Herringway. Ich bin freudig erregt bezüglich dieses Spiels. Weiß nicht genau, ob ihr auch freudig erregt sein müsst aufgrund dieses Projektes oder so, aber ja, es ist ein spezielles Spiel, sicherlich. Aber wieder mal was Schönes, Oldschooliges. Und wie gesagt, mir macht's Spaß. Und wenn es euch auch einigermaßen Spaß beim Zuschauen oder Zuhören macht, dann wäre das für mich irgendwie auch ganz, ganz toll. Für den Moment soll es aber gewesen sein, ich war da Herringway. Das war The Battle of Olympus für das Nintendo Entertainment System. Ich sage an der Stelle einfach mal tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.